Ich bin der Niaz Ahmadzai, bin 25 Jahre alt, lebe seit 16 Jahren am Stuttgarter Nordbahnhof, führe ein Reinigungs- und Transportunternehmen, besitze ein Internetcafé und arbeite abends im Restaurant. So, das ist das letzte Paket. Insgesamt müssen es 8 Stück sein. So, dann bekomme ich hier eine Unterschrift, bitte. 3, 4, 5, 6, 7. Da kommt noch einer. Kleinen Moment. Nee. Dann bekommen Sie noch eins. Ich kann mich nicht auf einen Beruf konzentrieren. Jeder sagt Traumberuf, 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 aber ich bin mir sicher, dass jeder zweite oder dritte oder vierte auch nicht in seinem Beruf glücklich ist. Und ich persönlich kann mich nicht immer nur auf eins konzentrieren. Und von daher muss ich auch mit dem Stress leben. Das heißt immer Druck, Druck, Druck. Und dann noch, ja, dass ich immer hin und her rennen muss, dass ich alles selber organisieren muss, dass ich selber sowohl psychisch als auch körperlich unterwegs bin und die Zeit. Ich bin eine Person und die kann sich nicht in 4 verschiedene Bereiche gleichmäßig verteilen.
Ja, mich persönlich macht es traurig. Ich werde hier persönlich zum Teil durch meine Arbeit dazu gezwungen, dass ich nicht zum Gebet gehen kann. Wegen der Arbeit kannst du? Ja, das System zwingt mich dazu, die Arbeiten zu tun, damit ich meine Ziele erreichen kann und schaffe es dadurch nicht, viele Sachen zu befolgen. Ich persönlich habe geschaut, okay, warum gibt es Christentum, warum gibt es Judentum, warum gibt es den Islam? Und ich bin in dem Islam aufgewachsen. Ich finde, ich habe die Religion selber persönlich unter Beobachtung genommen, was steht für mich persönlich, nicht was steht für ihn oder für ihn oder für ihn. Wie muss ich mich verhalten? Und das erleichtert mir das Leben. Deswegen macht mich das schon traurig, warum ich es nicht schaffe zum Gebet. Weil das Gebet ist sowas wie ein Wecker. Das erinnert dich, du musst aufstehen. Du musst aufstehen und nicht vergessen, wo du hingehst oder wo du herkommst, mit wem du zusammenlebst. Bei mir ist... In der Arbeit schaffe ich. Wenn ich in der Arbeit bin, dann gehe ich zum Gebet. Aber wenn ich alleine oder unterwegs mit Freunden und so was bin, wenn ich nicht schaffe zu beten, dann mache ich nachher. Aber wenn ich trotzdem nicht schaffe, wird man traurig. Zeit ist verloren, hast du nicht gebetet, nur rumgechillt. Ich denke, jeder, der hier jetzt in letzter Zeit neu ankommt, finde ich persönlich, dass ihr das alles so ein bisschen auf die leichte Schulter nehmt und denkt, ja, das Leben vergeht irgendwie. Hauptsache, wenn man einen Kurs kriegt, dann geht man zum Kurs. Und wenn man Schule aus hat, dann einfach stylen und hin und her. Ja, aber du musst auch nicht alle auf eine Kamm scheren, oder wie sagt man das? Ja. Das alle auch sind nicht gleich. Ich persönlich, als ich gekommen bin, bin ich ganz der gleiche geblieben. Nein, was stellt man? Das Verwechseln. Nein, du bist nicht der gleiche geblieben. Nein. Du konntest von vielen lernen, die vor dir hier waren. Aber ich nicht. Jetzt kämpfe ich, aber muss damit rechnen, dass ich zwei, drei Sachen auch vernachlässige, die ich vielleicht in ferner Zukunft bekommen kann. Das heißt, okay, dann habe ich später vielleicht, wenn ich meine Ziele erreicht habe, mehr Zeit fürs Gebet, mehr Zeit für die Familie. Aber da ist jetzt die Frage, für was sind wir in dieser Welt? Das ist der Mohammed, Angestellter in meinem Laden. Sechs. Wie viel wollen Sie dafür haben? Ich weiß nicht, ich wollte auch schon Ihre Frage. Also es ist dein Handy, du musst dafür einen Preis haben. Wie viel wollen Sie dafür überhaupt haben? Ich kann es dafür 100 Euro geben. Reicht es? Nein. Nein. Ach so. Ich glaube,
250 ist. Nee, 250 ist viel. Und mein Preis ist 180 Euro. Mhm. You have ordered 10 Euro? Yes. So you can give me like a 5 Euro. Yeah, why not? Yeah. Like a 5? Yeah, like a 5 Euro. Take it, bro. Thank you, bro. And your 5 Euro back. Yeah. Thank you. Thank you. Welcome. Bye bye. Ich möchte meinem Vater einen Mercedes schenken, weil er sich im Leben nichts gegönnt hat und hart für uns gearbeitet hat. Und da sehe ich als ältester Sohn, sehe es als Pflicht, ihm etwas zurückzugeben. Und Mercedes ist halt etwas Besonderes. Und dass ihm ein Mercedes gefällt oder gefallen wird, das hat er oft erwähnt. Das ist mein Vater, Ehsanullah, Izzatullah, Abdullah, Abibullah und Amidullah. Nur so ein Tage zu tschüss, wo mache ich bei euch am See, die Kur, die Kili. زبی دی وطن لپاره زد اول لنگ خوخپل کور زد نور چوبه کمسی مطلب نورم پو مخل ارسم او خپل کور تا پایده ورسی نوزو چو خبریم است تا خوبون او دیر دی بل حرکت مثال در خپل علاد کسی هم زد بل کم حرکت ورسی نوزو چو خبریم است پایده که مطلب رسی پو پاچه یل دقیقه کلوکی ندیلن دیه ولی بردی نو څنګه یې دلته نه پوښتنه کومه چې په دا روان وخت کې به څه شي کوي څه شي به نه کوي نور کار باید ډېر شي کار باید غټ کړم باید غټې کړم غټې کړم غټې کړم چې داسې وخت لکه تا باندې چې اوس راځي چې سبا نه بله ورځ فرما بندېږي لاسو نفرو کار راوس دوو نفرو ته ګورو به خدای به خیر راپېږي چې څه به کېږي خو بیا هم ملخامخه که تا په زړه کې څه اوسي وړکیا خپل کاروبار کې ډېر تیز روان یې صبر وکړه ریکونیسه یا کوشش کوه داسې وکړه هسې وکړه مخکې دې راته وویلی سې د قانون په ضد کار مه کوه نو دا یمه مزغو کې باید پاتې سي ځکه سې اول لاین کې ماته پایده رسوي دوم لاین کې کور ته پایده رسوي او کوم کاریګر سي د هغو ته هم پایده رسوي ځکه سې د هغو هم آینده دغه سره تړلې ده سې نور نه یې هغه کوم پلان مې سې جوړ کړی دی حساب سره سې هغه چې ته خو ځان ورسو پریکړه کې نیسه Das ist nicht gerne die Uche. Das ist ja locker, dass ich die Brücke nicht so kachet habe.
zusammen. Servus. Alles gut? Das ist der Spingul, Jamal und Franziska. Momente der Entfernung. Seit heute ein schnaufendes Leben nur aus Nächten. Vorgestern war es dein strahlendes Lachen. Gestern dein Benehmen, Umgang, Disziplin und Auftreten. Heute zeigtest du mir, was ich fühle. Seit morgen möchte ich dich nur sehen, wenn ich an dich denke. Zuhören möchte ich nur, wenn ich dich sehe. Doch es ist morgen. Morgen ist die Zukunft. Es ist das Geschehen durch Taten der Vorwelt, die mein Morgen in Nächte, meinen Schlaf in ihren Besitz halten. Das war so, dass meine Großmutter das entschieden hat. Die wollte das so. Und sie, dann nach der Zeit bin ich hier aufgewachsen, sie ist dort aufgewachsen. Und die Eltern haben dann entschieden, dass die Zeit gekommen ist zu heiraten. Und dann hat die Hochzeit stattgefunden. In meinen Gedanken habe ich schon viel herumgespielt, ob mehr Deutschland oder mehr Afghanistan. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dort in dem Land zur Schule geht, wo jede Minute, jede Sekunde, jeden Augenblick eine Bombe explodieren kann. Dann bringt mir der Kurs, was sie dort ableistet, auch nicht. Und wenn sie hier ist, ist schön, aber wie hoch sind die Risiken? Wenn man schaut, wenn man wirklich schaut, hat man hier in Deutschland ein besseres Leben, ja? Aber wenn man auch schaut, wie weit die Menschen dazu gebracht werden, man zahlt ja sozusagen für alles. Man zahlt ja für wirklich alles. Wenn ich auch das in meiner Heimat zahlen würde, dann würde ich, glaube ich, überflutet werden mit noch ein besseres Leben. Freiheit ist nicht nur zur Arbeit gehen und zurückkommen und einen Lohn haben. Nicht ständig auf die Uhr schauen oder aufs Kalender oder auf den Terminkalender. Jetzt das, dann das, dann das. Keine Zeit für niemand. Keiner hat mehr für keine Zeit. Mein Ziel war hart kämpfen, arbeiten, etwas auf die Beine stellen. Und das ist auch der Grund, wo ich sage, okay, jetzt verbringen wir keine Zeit miteinander. Das Leben geht aber weiter. Und je schneller ich es aufbaue, desto mehr Zeit kann ich dann mit ihr verbringen. Und nicht in diesem Systemleben drin sein, dass sie morgens arbeiten geht, ich abends arbeiten gehe und wir sehen uns nur Freitag und Samstag oder Samstag und Sonntag.